freue mich, dass Sie das Türchen heute aufgemacht haben. Herzlich willkommen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, Ihnen eine kleine Geschenkidee hier mal zu präsentieren. Schauen Sie mal, extra mit großer Schrift. Sehen Sie das? Hier, ja, schön. Das ist auch besonders für die älteren Herrschaften, was zu Weihnachten meine Lieblingsausgabe. Wenn sich zwei Schwestern hassen. Also ist viel los hier. Ich könnte Ihnen mal kurz die Inhaltsangabe, da sind auch Produkthinweise für die älteren Herrschaften hier. Ich fange an. Das aparte Gesicht Esther von Grones verzog sich zu einer hässlichen Fratze. Wie sehr sie ihre Schwester hasste. Stets war es Nadja gewesen, die von den Eltern bevorzugt wurde. Nadja, der blonde Engel, die hübsche, bezaubernde, kluge Prinzessin. Sie, Esther, immer nur halb so viel, wie viel Mühe sie sich auch gab. Das ist auch ein Leid, das kann ich Ihnen sagen, das geht gleich weiter so. Aber jetzt waren die Eltern tot. Und es war selbstverständlich, dass Prinzessin Esther als die Ältere das Erbe antrat. Endlich würde sie Gelegenheit haben, sich für die Schmach der vielen Jahre zu rächen. Doch dann kam der Tag der Testamentseröffnung und Esther musste einsehen, dass sie wieder gegen Nadja verloren hatte. Für immer? Sehen Sie, ich hoffe, das hat Ihnen jetzt Spaß gemacht und Sie haben Lust, Ihren Nächsten diesen Roman zu Weihnachten zu schenken. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich vorher eine schöne Adventszeit.